Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Gothic. Und wie ihr hier gerade lesen könnt oder sehen könnt, habe ich gerade nochmal ein bisschen im Tagebuch geblättert und es gibt 5 Ork-Schamanen, von denen ich 3 besiegt habe. Das heißt, es gibt noch 2. Yay! Noch mehr kämpfen! Noch mehr Spaß. Und mir wurde gesagt, es ist nicht unbedingt zu dunkel. Man sieht das auf YouTube, aber ich glaube, diese Stelle hier ist dann doch relativ düster. Deswegen ich ja dann doch nochmal eine Fackel anmache. Andererseits gibt es hier irgendwie auch überhaupt nichts. Das hat sich ja gelohnt. Lag da noch irgendwas rum? Nö, nur ein Skelett. Das da sieht aus wie eine Tür. Die ich wohl allerdings jetzt gerade höchstens vielleicht mit diesem Schalter öffnen kann. Ha, war ja klar. Bin ich gut oder bin ich gut? Eine Spruchrolle und ein Rachestahl. Okay, das schaue ich mir gleich mal an. Rachestahl ist, glaube ich, eine Waffe. Aber ich glaube, ich habe schon eine bessere. Den hatte ich schon mal. 92, genau. Ich habe die 96er Kriegerstimme. Aber ich habe eine Spruchrolle gefunden mit einem grünen Punkt. Was war das denn? Telekinese könnte es sein. War es wahrscheinlich auch. Okay, die ist vermutlich dafür. Ich habe mich in der Zwischenzeit ein bisschen schlau gemacht, weil ich ja letztes Mal oder vorletztes Mal die Befürchtung hatte, wenn ich hier wieder rausgehe, nicht wieder reinzukommen. Und zwar kann man mit der Statue, es gibt einen Hebel am Eingang, ach, das zeige ich alles nachher, aber man braucht die Statue dafür, um wieder reinzukommen. Und mit Telekinese kann man die von der Statue runterholen, man muss da nicht hochklettern. Und wer ist das da? Verschwinde! Du bist hier nicht erwünscht! Willst du mich aufhalten? Ja, ich werde dich aufhalten, damit du Meister Kalom nicht von seinem Vorhaben abhalten kannst, den Schläfer zu erwecken. Ah, Kalom. Versuche nicht, mich anzugreifen. Der hohe Priester hat Meister Kalom und uns anderen einen Teil seiner Macht verliehen. Wir sind nun unsterblich. Ich kann dir zeigen, wie unsterblich du bist. Mache dich bereit, deinem Schöpfer gegenüberzutreten. Dem Minecrawler? Oder dir? Oder Kor Kalom? Ich glaube, keiner von euch ist mein Schöpfer. Was tun die Minecrawler? Warum greifen die den nicht an? Ach, verdammt. Ich bin mal hier weg. Lalala. Greifen die den eigentlich an? Lass dich hier nicht mehr blicken. Nee, die folgen nur mir. Okay. Dann muss ich mich mal hier eben kurz in Sicherheit bringen, weil mit 3 Gegnern auf einmal komme ich dann irgendwie doch nicht ganz zurecht. So, jetzt aber. Ich habe mir hier so einen hybriden Ansatz. Ich habe 7, 6, 5, 4. Haha. Und jetzt fehlen hier noch genau 170. 170 sind 30. Und 140. Tada! Einmal speichern. Sicher ist sicher. Und dann schnappe ich mir diese dämlichen Minecrawler, die plötzlich aus dem Nichts gekommen sind, oder? Oder habe ich die nur übersehen? Ich weiß es nicht. Wo ist er? Wo ist er? Sehe ihn nicht. Da ist er. Hey, der hat sich geheilt. Ich glaube, ich mache mal eben den hier. Nur um sicher zu gehen. Boah, halten die viel aus. Templer Minecrawler. Achso, nee, die hatte ich ja bisher auch schon in diesem Tempel. Ist nur eine Weile her, ne? Hüter, natürlich hat der Sumpfkraut dabei. Wahrscheinlich dröhnen sich die anderen da auch gerade fleißig zu. Was denn sonst? Die können ja nichts anderes. Hüterklinge, wo ist die denn? Ich dachte eigentlich, die wäre gut. Die kann ja nur 71 Schaden machen. Ist ja lächerlich. So, jetzt fehlen mir 90. Na komm, 90. 90 kriege ich damit. Das sind 6 davon. Das dauert nicht so lange. Durch das Gitter komme ich da jetzt, glaube ich, nicht durch, oder? Muss ich gerade mal schauen. Eine Fackel, ob es hier einen Schalter irgendwo gibt.
Sieht aber nicht so aus. Was ist das da unten? Das sieht aus wie so ein Ork-Typ. Na egal. Es geht ja schließlich auch hier nicht weiter. nee, Moment. Hier draußen war ich schon. Achso, na, hier ist ja auch noch ein... Habe ich vielleicht irgendwo einen Schalter oder so übersehen? Vielleicht hier außen? Kann ich da hoch? Yep. Bringt es mir was? Ich könnte da hoch und dann vielleicht da ganz hoch. Aber da oben ist dann zu. Das bringt mir also nichts. Da unten war ich schon. Da komme ich nur wieder in die Höhle rein. Gut. Ach nee, da geht's ja auch noch weiter, oder? Geht's da nicht hoch? Oder bilde ich mir das gerade ein? Na, ich komme da nicht hoch. Schade. Okay, vielleicht kann ich mich irgendwie hochglitschen, aber... Na, okay, das ist doch kein Weg. Das sieht nur so von Weitem aus. Na gut, mal schauen, ob es hier oben noch was gibt. Sieht nicht so aus. Nope. Okay, dann bleibt tatsächlich nur dieses eine Gitter hier. Das hier. Und, vielleicht muss ich da irgendwo einen Schalter finden. So wie bei diesem anderen Tor da vorne ja auch vorhin. Das da unten sieht nach Stacheln aus, der Boden. Vielleicht sollte ich da eher vorsichtiger sein ab sofort in dem Tempel. Nicht, dass ich da in irgendeine Falle reinlaufe. Das da könnte auch ein Tor sein, oder? Keine Ahnung. Andererseits würde das ohnehin... Nein, würde es nicht. Ich dachte, das würde hier rausführen, aber es führt nicht hier raus. Ist vielleicht sogar noch ein Tor, wer weiß. Aber ich sehe gerade nicht, wie ich es öffnen könnte. Vielleicht, indem ich diesen Schalter nochmal drücke. Na? Nein, dafür geht dieses hier wieder zu. Genau. Ist denn jetzt dadurch das hier aufgegangen? Nein. Hat der Typ noch irgendwas dabei? Nein. Hier gibt es also nichts. Was sagt denn mein Tagebuch? Nichts. Na gut, dann... bin ich mal so intelliklug und schlussfolgere messerscharf, dass wenn der Typ schon eine Telekinese-Rolle dabei hat... dass ich die hier natürlich dann auch anwenden kann. Moment, was? Schlaf? Nein, nicht Schlaf. Wie komme ich denn auf Schlaf? Telekinese natürlich. Ah, Schlaf hat auch einen grünen Punkt. Aber ich kann da jetzt gerade nichts anvisieren. Okay, vielleicht ist es ja gar nicht da drin, sondern hier irgendwo. Nee, auch nicht. Hallo, Spiel? Sollte das Tor vielleicht nicht offen sein, wenn der Typ irgendwie so weg ist? Ist vielleicht... sind vielleicht diese Fackeln... Nein. Geheime Schalter, meine ich. Oder die hier zum Beispiel. Na? Nein. Puh, dann bin ich jetzt gerade, ehrlich gesagt, ein bisschen überfragt. Ich könnte mich durchcheaten. Das finde ich aber blöd. Ich hoffe, ich habe es nicht dadurch kaputt gemacht, dass ich von den Typen weggelaufen bin. Aber das kann es ja eigentlich nicht sein. Ich meine, sowas würde man doch beim Testen. Ja, würde man eigentlich. Aber hey, das ist Gothic. Ein Spiel aus Bugs. Vielleicht, wenn ich den da unten anlocke. Ich kann den nicht mal anvisieren.
Kann ich den da drüben? Ja, den kann ich anlocken. Immerhin. Macht der jetzt das Tor auf? Komm schon, sei ein bisschen klug. Öffne das Tor, sonst kriegst du mich nicht. Komm schon. Sei ein Ork-Mann. Ich find's ja lustig, dass man durch das Tor durchkämpfen kann. Aber nicht durchlaufen. Meine Güte. Ah, verdammt. Wie komme ich da jetzt rein? Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr eine Ahnung habt oder eine Idee, dann schreibt doch einen Kommentar. Und ansonsten würde ich mich jetzt einfach mal im großen, weiten Internet ein bisschen schlau machen. Um dann beim nächsten Mal zu schauen, wie es weitergeht. Oder habe ich vielleicht anders was übersehen? Das checke ich nochmal vorher kurz. Zumal es ja hier auch noch das Tor gibt, ne? Hier war ja auch noch was. Achso, ja, Moment. Hey! Telekinese, wo bist du? Vielleicht brauche ich hier irgendwas. Kann ja sein. Nope, sieht nicht so aus. Schalter? Schalter? Das Tor selber benutzen? Nee. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Ich könnte mich vermutlich in eine Fleischwanze verwandeln. Und reinkriechen. Das kann ich allerdings nur genau einmal tun. Und ob ich dann rauskomme, ist auch eine andere Frage. Ich würde sagen, ich speichere an dieser Stelle und beim nächsten Mal sehen wir dann, wie es weitergeht. Danke fürs Zuschauen und wie gesagt, wenn ihr eine Idee habt, dann gebt mir doch Bescheid. Danke, tschüss.